Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das, was der Kollege Reinhardt gerade geschildert hat, nämlich dass die Kommunen oder auch das Land die meist freien Kulturträgern beratend zur Seite stehen, ist, glaube ich, zumindest nach meiner Beurteilung nicht Realität, nicht Praxis, sondern das ist möglicherweise eher Wunschdenken. Und Herr Brotkorb ist leider nicht mehr da. Er hat das in seinem Beitrag vor dem Hintergrund der Verbesserungsoption, die er selber gesehen hat, ja durchaus auch eingeräumt. Nun kann man natürlich die Frage stellen, ob man systemimmanent das nach Verbesserung herbeiführen kann oder ob es eines solchen oder auch eines anderen Ansatzes oder ähnlichen Ansatzes wie dem der Fraktion Die Linke bedarf. Und ich glaube, wenn man die Frage, ob man diesem Antrag seine Zustimmung geben sollte oder nicht, wenn man sich dieser Frage nähert, dann muss man zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, haben wir gegenwärtig in Mecklenburg-Vorpommern eine Situation, in der die freien Kulturträger so gut ausgestattet und aufgestellt sind, dass sie die theoretisch verfügbaren Fördermöglichkeiten aus öffentlichen und privaten Quellen optimal für ihre kulturelle Arbeit, die wir ja alle sehr positiv finden, nutzen können? Ich komme zu dem Ergebnis, allein schon aufgrund der in allererster Linie ehrenamtlichen Struktur, können wir diese Frage nicht uneingeschränkt mit Ja beantworten. Der Minister hat hier gesagt, dass es auch aus seiner Sicht Verbesserungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten gibt. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns der Frage stellen, ob wir hier Gedanken, Ideen entwickeln, die wir umsetzen können. Vor dem Hintergrund begrüße ich den Antrag, Herr Koplin, ausdrücklich, der von der Fraktion Die Linke kommt. Die zweite Frage, und das ist die, die uns intensiver beschäftigt hat, weil wir die erste relativ klar beantworten können mit, es gibt eine Notwendigkeit für diese Ansätze. Die zweite Frage lautet, kann eine derartige Stelle dazu beitragen, dass sich die finanzielle Situation der freien Kulturträger verbessert und kostet so eine Institution nicht am Ende vielleicht mehr, als an zusätzlichen Mitteln für die kulturelle Arbeit eingeworben werden kann? Und da stimme ich nicht mit der Argumentation des Ministers überein, dass würde man das hier für den kulturellen Bereich machen, man auch andere Bereiche berücksichtigen müsse und möglicherweise ähnliche Wege gehen müsse, sondern ich komme jetzt zu einem ganz anderen Ergebnis, nämlich zu dem Ergebnis, dass der meist freiwillige Bereich Kultur im Augenblick schon finanziell, und zwar nicht nur in diesem Bundesland auf Landesseite, sondern auch in vielen Kommunen auch, erheblich unter Druck steht, dass in diesem freiwilligen Bereich Kultur Einsparzwänge immer relativ frühzeitig greifen und dass es geradezu notwendig ist, einen Weg zu gehen, aus dem heraus die bestehenden Fördermöglichkeiten, sei es auf der öffentlichen wie auch auf der privaten Seite, umfassend genutzt werden. Und wenn man sich dazu bekennt, dass wir selbstverständlich wollen, dass sich Kulturprojekte und ihrer Träger zusätzliche Finanzquellen erschließen können, sei es über den Bund, sei es über die Europäische Union, sei es über private Quellen, sei es im Bereich Fundraising, Sponsoring und so weiter, all das, was es dort gibt, dann glaube ich, müssen wir diese Träger in die Lage setzen, dieses auch zu tun. Und so zumindest habe ich den Antragsteller verstanden, um das zu kompensieren, was auf Landes- und kommunaler Ebene mit Sicherheit in den nächsten Jahren wegbrechen wird oder wegzubrechen droht. Und vor diesem Hintergrund, in dieser Abwägung, kommen wir zu einem klaren Ergebnis, nämlich, dass wir den Antrag der Fraktion Die Linke unterstützen werden. Herzlichen Dank.